Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von Miraculous, Ladybug und Cat Noir, der Film. In diesem Film geht es um die Marinette. Gesprochen wird sie im Deutschen von Lydia Morgenstern. Die Gesangsstimme von ihr kommt von Sarah Engels. Und die hat es nicht so ganz leicht. Die ist sehr tollpatschig, eckt oft an, weil keiner mag sie irgendwie. Durch ihre Tollpatschigkeit und weil sie halt so ein bisschen, ja, seltsam ist für viele. Und ja, sie muss auf eine neue Schule und ja, auch da geht sie einfach sehr ungerne hin und eckt da auch gleich schon bei jemanden an. Ja, ich sag jetzt mal so die Schönheitskönigin der Schule, arrogant eingebildet und so. Und die hat dann die Marinette dann auch gleich auf dem Kieker. Ja, und jemand anderes ist auch auf der Schule, und zwar Adrian, gesprochen von Maximilian Artayo. Die Gesangsstimme kommt von Mike Singer. Und ja, sie treffen sich zwar schon mal so zufällig, aber so wirklich, wirklich Notiz nehmen die erst voneinander, als ein besonderes Ereignis passiert, denn ein Mann namens Meister Wang Fu, gesprochen von Michael Pan, hat diverse magische Gegenstände bei sich. Und zwar sind es Kwami sogenannte. Und zwar sind das so magische Gegenstände in Form eines Marienkäfers, einer Katze und eines Schmetterlings zum Beispiel. Und die haben natürlich verschiedene Fähigkeiten. Der Marienkäfer ist halt so, hat so die Kraft der Erschaffung. Die Katze so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Gegenpol dazu. Und der Schmetterlings-Kwami sucht sich eine Art Wirt, der halt negative Gedanken hat und versucht damit Kraft zu erlangen, um halt dann Böses zu vollbringen. Ja, und dieses passiert auch. Und ja, die Kwamis suchen sich dann halt Auserwählte. Und zwar dann halt Marinette bekommt dann den Tiki, den Marienkäfer-Kwami, an der Seite und wird dadurch zu Ladybug. Und Adrian, der bekommt den Plack-Katzen-Kwami und wird dadurch zu Cat Noir. Aber sie wissen immer noch nicht, wer hinter den Masken steckt, was dann halt zu sehr interessanten Momenten führt. Ja, und sie kämpfen dann halt beide gegen das Böse und versuchen, die Stadt Paris zu retten. Ja, so viel dazu. Das ist jetzt für mich kein normaler Animations-Heldenfilm gewesen. Also in Disney-Filmen wird ja schon oft gesungen, aber das hat schon mehr was von einer Art Musical als von einem Animationsfilm, denn da wird ja fast ununterbrochen gesungen. Also ich sag jetzt mal, man hat vielleicht so 5 Minuten gefühlt, wo dann nicht gesungen wird und dann kommt wieder irgendein Song oder so. Die Songs sind alle nicht schlecht, die sind gut gemacht und auch die Gesangsstimmen, die sind echt gut gewählt, muss man echt mal dazu sagen. Aber wer eben schon bei Disney zu viel gesungen wird, der wird diesen Film dann auch nicht mögen. Ansonsten, die Animationsstile sind echt gut gewählt. Zwischendurch gibt es auch schon mal, sage ich jetzt mal, so Abweichung von Animationsstilen. Dann wechselt da schon mal so ein bisschen in den Comic-Bereich von früher, wie man das vielleicht von damals kennt. Und ja, es sind alles recht, nicht nur es spielt in Frankreich, sondern ich glaube, es ist auch eine europäische Produktion, wo die Fäden in Frankreich, glaube ich, auch zusammengelaufen sind. Und deswegen auch diese ganzen französischen Namen und das alles. Ich fand den schon recht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also der hat schon Spaß gemacht und ja, war vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen langatmig, aber im Großen und Ganzen hat man hier sehr viel richtig gemacht. Diese Steine, das wurde alles ganz gut erklärt und man hat den Charakteren auch wirklich auch so die Zeit gegeben, sich zu präsentieren, welche Beweggründe der Charakter hat, was mit den Charakteren wo die herkommen und das alles hat man sich wirklich viel Zeit gelassen. Ja, an der manchen Stelle hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können, aber es klagen auf echt hohem Niveau, denn der Film ist, der macht Spaß. Der Film hat eine gewisse Spannung, muss ich auf jeden Fall sagen. Der Film hat auch eine gute Prise von Humor und er greift auch teilweise auch so ein bisschen sozialkritische Themen auf. Also alles in allem ist das ein recht gesundes Gesamtpaket. Manche Sachen, die vielleicht Kinder gar nicht so verstehen, was dann, wo dann eher mehr so die Erwachsenen halt ein bisschen mehr was von verstehen. Aber alles in allem ist das für Kinder ein echt gut gemachter Animationsfilm, Schrägstrich Musical, muss ich sagen. Also langweilig war der Film definitiv nicht. Die ganzen Stimmen, die passten auch wirklich sehr gut zusammen. Also man hatte da jetzt wirklich so keine Stimme gehabt, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, hätte ich jetzt nicht so gebraucht oder so. Das passte alles, das war alles ein ziemlich schönes, rundes Gesamtpaket. Nur man hat so ein bisschen auch im Kino gemerkt, so, ja, 1,5 Stunden ist mittlerweile für Kinder eine echt lange Zeit. Also da hatten manche Eltern echt schon Schwierigkeiten gehabt, die Kinder so ein bisschen ruhig zu halten. Was ich eigentlich schade fand, weil der Film hatte jetzt eigentlich nichts gehabt, wo man jetzt sagen musste, ja, gut, das war den Kindern jetzt zu langweilig gewesen oder so. Also eigentlich hätte das den Kindern soweit gefallen müssen und die hätten sich das eigentlich so vollkommen geben können. Ja, das war soweit das, was ich zu dem Film sagen kann. Welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, der Film macht Spaß, der Film hat Spannung, der Film ist mehr Musical als Film, muss man so ganz ehrlich sagen, weil da wird extrem viel gesungen. Aber es ist nicht unbedingt schlecht. Der Film hat eine gewisse Spannung, der Film hat auch eine gewisse Action und das alles und so. Die Charaktere sind liebevoll geschrieben, man hat sich da wirklich viel Mühe gegeben. Alles in allem muss ich sagen, gebe ich dem Film 4 Totenköpfe. Ja, vielleicht ein bisschen an manchen Stellen zu langatmig war, aber alles in allem gibt es da nicht wirklich viel zu meckern. Von daher, wenn ihr gerade Ferien habt oder so und nicht wisst, mit den Kiddies anzufangen, dann geht doch mal ins Kino in dem Film. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch mal den Like und den Abo-Button. Und schaut auch mal unten in der Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die euch wahrscheinlich interessieren können. Und ich werde nach und nach auch die DVD-Veröffentlichungen mit unten rein posten. Dann könnt ihr da euch auch die jeweiligen Datenträger sichern. Ja, das war die Filmbewertung zu Ladybug und Cat Noir, der Film. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.